Willkommen bei der AFBW. Das ist die Allianz Faserbasierte Werkstoffe. Die AFBW stellt in ihrer Medienpräsenz kleine Tutorials zur Verfügung, die dazu dienen, einen kurzen Überblick zu den faserbasierten Themen zu geben. So auch heute, wenn das Thema lautet Tailored Fiber Placement, kurz TFP auch genannt. Die AFBW ist ein branchenübergreifendes Netzwerk aus Baden-Württemberg mit einem Schwerpunkt auf den faserbasierten Werkstoffen natürlich. Die AFBW unterstützt ihre Mitglieder in Fragen betreffend der Wertschöpfungskette von der Faser bis zur Anwendung, ist Kommunikator, Multiplikator und Kümmerer und gibt einen Überblick über verschiedene Technologien, erläutert dazu den Stand der Technik. Das nun folgende Tutorial ist mit umfangreicher Unterstützung des Instituts für Flugzeugbau von der Universität Stuttgart entstanden. Herzlichen Dank nochmal dafür. Ja, wir steigen ein kurz in die Fertigungsverfahren für Faserverbundwerkstoffe, für Faserverbundteile. Hier haben wir eine Auflistung von der AVK, einen Marktbericht von 2016 und wir sehen, dass nach dem Prepreg-Verfahren ca. 45% aller Composite-Teile gefertigt werden. Im Vergleich dazu geht es heute um die Preform-Teile, die mit dem Injektionsverfahren oder mit dem Infusionsverfahren hergestellt werden. Und ich muss noch dazu sagen, dass es sich lediglich um, also ausschließlich um duroplastische Composite-Teile handelt und nicht um thermoplastische Teile. Unten im Bild sehen wir diese zwei unterschiedlichen Routen, einmal die Preforming-Route und die Prepreg-Route. Die Prepreg-Route funktioniert folgendermaßen. Ich habe ein Gewebe aus Carbonfasern meistens, das ist getränkt mit einem Epoxidharz und weil es vorgetränkt ist, dann hat es eben die Probleme, dass es nur begrenzt lagerungsfähig ist und eben auch bei tiefen Temperaturen gelagert werden muss. Und von daher ist das immer ein bisschen komplex. Außerdem habe ich ein Gewebe. Das heißt, ich habe nachher bei meinem fertigen Teil sicherlich auch viel Verschnitt. Anders bei der Preforming-Route, da gehe ich von der in Anführungsstriche trockenen Faser aus. Diese trockene Faser wird geformt zu dem Bauteil. Danach wird quasi das Harz injiziert und dann geht der Prozess entsprechend in die Presse und wird dort zu einem Teil konsolidiert. Hier können wir das nochmal sehr schön sehen. Das ist also die Preforming-Route. Wir fangen mit der trockenen Faser an. Wir können einerseits über das Gewebe, über das Gelege gehen. Dann haben wir die Fläche, die textile Fläche. Die wird dann vorgeformt und dann wird das Harz injiziert bei den Fasern. Wenn ich also keine Fläche habe, dann kann ich die Fasern wickeln oder legen oder flechten. Dann wird das Harz injiziert und dann gehe ich halt in das beheizte Werkzeug oder in den Umluftofen und kann das Teil dann fertig pressen. Ja, warum Tailored Fiber Placement? Tailored Fiber Placement heißt so viel wie maßgeschneiderte Faserablage. Bei Faserverbundbauteilen werden textile Strukturen aus Glas oder wenn es um den extremen Leichtbau geht, aus Carbonfasern eingesetzt. Und die Ökonomie erfordert einen effizienten Einsatz der teuren Carbonfasern. Dies ist bei den herkömmlichen Faserstrukturen, Gewebe und Gelege mit den Prozesstechniken mittels Prepreg und bei einigen Preform-Verfahren nicht gegeben. Dort habe ich Verschnitt und dort lege ich die Fasern nicht kraftflussgerecht ab. Das ist hier der wesentliche Punkt. Bei den herausragenden Eigenschaften der Carbonfaser, also eine hohe Festigkeit haben wir bei der Faser. Sie ist extrem leicht, ist die Ausrichtung der Faserstrukturen auf die Bauteilanforderungen von besonderer Bedeutung. Das heißt, die Fasern sollen entsprechend der Belastungszustände kraftflussgerecht abgelegt werden. Und das Verfahren des Tailored Fiber Placement bietet dafür sehr, sehr günstige Voraussetzungen, wie wir sehen werden. Hier einmal ein kurzes Diagramm, auf dem wir erkennen können, wie quasi die Last geringer wird, sofern wir von dem kraftflussgerechten Winkel abweichen. Und wenn wir uns das Diagramm genauer angucken, schon bei einer Abweichung der Faser von der Kraftflussrichtung von 5 Grad haben wir eine Halbierung der zulässigen Last. Und das ist natürlich dann vertanes Material. Wir haben das Material nicht optimal eingesetzt. Unsachgemäße Belastungen reduzieren das Leichtbaupotenzial erheblich.
Ja, textile Halbzeuge werden im Wesentlichen ja verwandt für die Composites und wir können hier bei der Auflistung der Flächen, die textil hergestellt werden, können wir eben sehen, dass mehrheitlich diese Flächen eben mit Faserstrukturen hergestellt werden, wo die Fasern rechtwinklig zueinander geordnet sind. Beim Flechten, beim Braiding unten ist es noch etwas anders. Hier können wir in gewisser Weise den Winkel wählen, aber wir kommen über einen Winkel von 10 Grad zur Lastrichtung kommen wir sicherlich nicht hinaus. Also das ist sehr nachteilig. Anders links unten bei dem Tailored Fiber Placement, dort können wir genau die Fasern ablegen, wie die Kraftflussrichtung ist. Und wie das genau funktioniert, zeigen wir gleich anschließend. Bei den Fasertypen handelt es sich im Wesentlichen um die Carbonfaser. Hier auf dem Diagramm können wir sehen, dass wir, wenn wir Carbon verwenden, wir können die High Modulus Faser verwenden oder die High Tenacity Faser. Einerseits optimieren wir das Bauteil hinsichtlich Steifigkeit. Beim Automobil ist das wesentlich, bei den Windkraftflügeln, dass die Biegung reduziert wird. Bei High Tenacity, ich glaube, das wird im Wesentlichen im Flugzeugbau eingesetzt. Ja, die Rovings, wir können 1K-Roving verwenden bis zu 50K-Roving. Und die 1K-Roving aufgrund des Durchsatzes an der Spinndüse bei dem Precursor sind diese Fasern außerordentlich teuer. Günstiger wird es bei den 50K-Rovings. Da fangen die Preise wahrscheinlich irgendwas so um die 20 Euro pro Kilogramm an. Und bei 1K-Roving ist natürlich das Limit sehr weit da oben. Ja, Tailored Fiber Placement. Die Funktionsweise ist wie folgt. Wir brauchen zunächst eine Flachbett-Stickmaschine dazu. Und auf dieser Flachbett-Stickmaschine haben wir einen XY-Schlitten, eine XY-Fläche. Dort wird der Stickgrund befestigt. Und dieser Stickgrund, das ist ein Glasfasergewebe oder ein Carbonfasergewebe. Dieser Stickgrund bewegt sich relativ zur Nadel und dadurch kann eben der Faserpfad abgelegt werden. Gespeist wird das Ganze von einer Spule, auf dem das Roving aufgewickelt ist und durch das Röhrchen wird quasi diese Faserbändchen exakt positioniert. Und die Fixierung geschieht durch einen Nähprozess, durch den Zickzack-Steppstich. Die Vorteile sind eben, dass ich einen außerordentlich geringen Verschnitt habe. Ich habe Near Net Shape Konstitution habe ich, Lastpfad fasergerechte Faserablage habe ich, hohe Stückzahlen sind möglich, das sollte man bedenken. An dem Institut für Flugzeugbau, am IFB, gibt es eine Vierkopfstickmaschine und damit lassen sich 2 Kilogramm pro Stunde Faserablage bei einem 50K-Roving erreichen und es können 5 Meter pro Minute Fasern abgelegt werden. Das ist gar nicht schlecht, ist das. Erste Serienbauteile existieren ebenfalls, sind bereits auf dem Markt, zum Beispiel bei einem Sportgerät, beim Fahrrad ist der Bremshebel aus Carbon in diesem Verfahren, TFP-Verfahren, hergestellt worden und dort haben wir Stückzahlen von 25.000 Stück pro Jahr. Das ist also schon eine Massenfertigung ist das. Und das Leichtbaupotenzial ist gegeben durch diese strukturell hochbelastbaren Bauteile. Und im Wesentlichen können eben auch Umlenkhebel, Befestigungen und Aufhängungen damit kreiert werden. Und das sehen wir beim nächsten Beispiel noch deutlich. Die Vorteile des Tailored Fiber Placement, Faserorientierung können den Spannungs- und Konturverläufen eines Bauteils angepasst werden. Die Endlosfasern können dem Kraftflussverlauf folgen. Die Lagenanzahl und die Dicke kann variiert werden. Das ist sehr schön, ist das. Endkonturnahe Fertigung reduziert den Verschnitt. Das bedeutet, eine Ressourcenschonung haben wir hier und die automatisierte Ablage führt zu einer genauen und reproduzierbaren Fasermenge und Faserorientierung. Die Präzision liegt bei plus minus 0,3 mm bei der Ablage der Fasern. Ja, hier 3 Beispiele, die wir einmal aufführen wollen. Als erstes haben wir dieses Beispiel dieses Brake Boosters von einem Fahrrad, um besser die Kräfte auf den oder um bessere Bremswirkung zu erreichen. Wir sehen hier auf der linken Seite sehen wir das Originalbauteil aus Aluminium hergestellt, 71 Gramm. Rechts davon haben wir ein Bauteil, das ist aus einem Prepreg-Carbonfasergewebe, also mit einer rechtwinkligen Faserablage hergestellt, mit einem Gewicht von 29 Gramm. Und dann haben wir in der Mitte 2 unterschiedliche Bauarten,
bei denen mit Tailored Frageplacement die Phasenablage durchgeführt wurde. Wir sehen außerordentlich geringe Gewichte von 24 Gramm und 28 Gramm. Wir wollen aber uns auf die Steifigkeit wollen wir uns applizieren. Wir beziehen die Steifigkeit einmal auf das Gewicht und wir sehen, dass wir beim Tailored Fiber Placement Bauteil haben wir eine Verbesserung gegenüber dem Originalbauteil um den Faktor 3. Und das ist natürlich schon ganz außerordentlich gut und zeigt eben die Effizienz dieses Verfahrens. Ja, wir haben eben über Hebel gesprochen. Wir haben hier einen Hebel, der komplett in dieser Technologie des Tailored Fiber Placement hergestellt wurde. Insbesondere bei dynamischen Belastungen bietet die Massenreduzierung Vorteile. Das ist ganz klar, so dass schnell bewegte Hebel hier sicherlich das bevorzugte Element sind. Die Faserstruktur ist optimal für den Krafteinleitungspunkt und den lokalen Hauptspannungen ausgelegt, sodass bei geringem Materialverbrauch, Zug- und Druckkräfte bei sehr hohen Beschleunigungen übertragen werden können. Gerade was eben diese Befestigung, diese Krafteinleitungspunkte anbelangt, die werden immer besonders umwickelt mit dem Tailored Fiber Placement Verfahren, weil dort eben höhere Spannungen existieren und ich kann natürlich dann innerhalb des Hebels kann ich meine Kraftverläufe entsprechend auch anpassen dann. Ja, Preforming-Optionen hier in der Luftfahrt. Dort sind die Anforderungen an die Bauteilmasse natürlich besonders groß. Wir haben in den Öffnungen in der Hülle eines Flugzeugs haben wir entsprechende Spannungsüberhöhungen bei diesen Durchbrüchen, insbesondere auch bei druckbelasteten Strukturen. Und hier muss eine lokale Verstärkung eingefügt werden und das kann vorzugsweise eben mit dem TFP-Verfahren durchgeführt werden, sodass die Verstärkungsstruktur direkt auf eine Preform aufgebracht wird. Und hier in dem Beispiel sehen wir eine Fensterrahmenverstärkung des A350. Und der A350 hat 22 unterschiedliche Rahmen für die Fenster. Und von daher bietet dieses Verfahren erstens eine hohe Massenproduktion auf der einen Seite und auf der anderen Seite können aber eben auch individuelle Teile hergestellt werden. Ja, damit sind wir einmal durch mit den Beispielen von diesem Tailored Fiber Placement und wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, insbesondere nochmals bei dem Institut für Flugzeugbau aus Stuttgart und wir stehen natürlich für Fragen gerne zur Verfügung, kommen Sie auf uns zu, wir versuchen alles, um unsere Partner, um unsere Mitgliedsfirmen zusammenzubringen. Auf Wiedersehen.